Vielzahl von Spekulationen und Gerüchten, der endlosen Propaganda und Kontraganda, erkläre ich hiermit offiziell der von unserem Zauberer ausgesandten kleinen Dorothy aus dem fernen Kansas, geschlagen mit Hilfe ihrer drei wackerhalsigen Kameraden, der Vogtscheuche, dem Blechmann und dem Löwen, eine Heldentat. Durch die gezielte Entleerung eines Wassereimers führte sie die sogenannte Hexenschmelze herbei. Jawohl, die böse Hexe des Westens ist tot. Deshalb erkläre ich euch zu Ehrenbürger des Landes Oss und überreiche ich euch den großen Heldenorden am Wande. Und was mit den Versprechen, die ihr uns gegeben habt? Was ist mit meinem Verstand? Und was mit meinem Herz? Eurer Mutbesitzer. Und ich will endlich wieder nach Hause. Nur mit der Ruhe. Du, Vogelscheuche, hast mit einem trickreichen Verhalten bei der waghalsigen Erstürmung der Hexenfestung gezeigt, dass du mehr Verstand hast, als wir alle zusammen. Und du, Blechmann, hast bei der Befreiung von Dorothy gezeigt, dass du sie nicht im Stich lässt. Deine Freundschaft und Liebe zu ihr beweist, dass du mehr Herz hast, als alle zusammen in der Smaragdstadt. Deine Tapferkeit, als du alleine und voller Todesverachtung gegen die grässlichen Monster der bösen Hexe kämpftest, ist beispiellos in der gesamten Geschichte des Landes Oss. Du hast Mut, wie es einem Löwen gebührt. Und du, Dorothy, meine Ingenieure sind gerade dabei, ein Fluggerät, einen Ballon zu entwickeln, der dich nach Hause bringen wird. Leider musst du noch auf den nächsten Wirbelsturm warten, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Hab also noch etwas Geduld und sei unser Gast hier im schönen Land Oss. Jetzt lass uns aber feiern, bis die Hose kracht, frei wir für alle. Ja! Und wenn es unsere Kasse zulässt, auch noch ein paar Häppchen. Woo!